Ende der Maskenpflicht bei der Swissair, 20 Jahre Swissair übrigens. Dann Lufthansa beerdigt jetzt wirklich die A380er-Flotte und A350 fliegt wieder exklusiv von München. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. Wer die Folge gestern gesehen hat, Mario hat diesmal die Handbewegung richtig gemacht. Ja, natürlich wie immer an dieser Stelle sind wir da, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute beim Lufthansa Group Update in der Folge, was haben wir denn für eine Folge? 93. 93. Folge sind wir täglich da. Zeigt uns eure Dankbarkeit, so wie wir euch unsere Dankbarkeit durch das Senden aus jeder Lebenslage bringen, indem ihr den Kanal abonniert, Abonnierbefehl, Glocke an. Wichtig ist, unten zu kommentieren. Danke, Herr Hoffmeister. Und natürlich ein Like dazulassen. So ist das. Alle, die es gemacht haben, danke. Das erste Thema. Also die Maskenpflicht. Carsten Spohr hatte das auf der AVI auch immer wieder betont. Maskenpflicht fällt bei der Swiss im Flugzeug für Ziele, die keine Maskenpflicht brauchen. Also zum Beispiel Schweden und so weiter, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist. Da muss man es machen und er sagt, seine Crews wären richtig dankbar. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Mario, wie fällt das jetzt zusammen mit dem 20. Geburtstag? Ist das ein Geschenk der Regierung oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, weiß ich nicht. Wie gestern musste ich da auch erstmal schauen, ob es nicht ein April-Scherz war. Aber es war natürlich kein April-Scherz, es ist tatsächlich so. Und wir hatten ja auch schon öfter darüber berichtet, die skandinavischen Fluggesellschaften, bei denen ist die Maskenpflicht ja auch schon gefallen. Und insofern ist es natürlich nur konsequent, dass auf Strecken, die dann in diese Länder gehen, wo keine Maskenpflicht mehr besteht, auch die Swiss damit aufhört. Ich weiß nur nicht, warum die Lufthansa da nicht gleich mitgezogen ist für selbige Ziele. Man muss es abwarten. Weil es ab Deutschland die Pflicht ist. Und wenn du transportierst ab Deutschland, musst du ja im Bus auch tragen und deshalb muss man es auch im Flugzeug tragen. Richtig. Es ist natürlich, ja gut, das ist ein Argument. Ja, der 20. Geburtstag, also für die Mitarbeiter und Fluggäste, die es dann betrifft, ist das sozusagen ein nettes Geschenk zum 20. Jubiläum der Swiss. Wobei man sagen muss, sind das tatsächlich schon wieder 20 Jahre? Man glaubt es kaum, nachdem die legendäre Swissair ja nicht mehr existent war. Und gibt ja da sehr interessante Dokumentation, die man, glaube ich, sogar noch auf YouTube findet. Die letzten Stunden der Swissair oder die letzten Tage, es war ja alles sehr dramatisch, ist diese doch sehr prestigeträchtige Airline wieder auferstanden. Ja. Und mittlerweile denke ich, ich sage ja immer, dass sozusagen die Premium-Lufthansa im Lufthansa-Verbund mit dabei. Und ja, Lars ist ja gerade im letzten Jahr relativ häufig mit der Swiss in der First geflogen. Ich fliege mit denen ja sehr, sehr gerne. Liegt allerdings auch daran, dass sie im Moment noch das bessere Business-Class-Produkt haben. Ja, die Swiss, eher wie sie früher ja hieß, hatte natürlich alle Flugzeuge wie die 747 und sowas im Portfolio, aber war ja leider nicht nachhaltig von der Kostenstruktur her. Und die Lufthansa hat es übernommen und wenn man sich das heute mal anguckt, kann man ja nur einfach sagen, man hat eine Flotte mit 101 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 8,7 Jahren. Das ist phänomenal. Und vor allem, was ich auch spannend finde, ist einfach, dass die Swiss ihre Swissness behalten hat, wie das so schön heißt, dass wir halt wirklich da das Schweizer Nationalgefühl trotz einer deutschen Eigentümerschaft weiterführen. Damit könnte man jetzt natürlich sagen, hey, das ist genau wie die Austrian, genau dasselbe Konzept. Bei der Brussels dasselbe Konzept. Ich war ja auch in der Brussels Lounge. Finnair hat ja die Starlines Lounge in Brüssel den Zugang. Air Baltic übrigens auch. Hat mich freudig erregt, weil ich die Lounge sehr, sehr gut finde, auch mit der Schokolade, die da angeboten wird, frisch gemacht. Also insofern vielleicht, und das ist, worauf ich hinaus wollte, ein Zeichen dafür, dass die Italiener ITA an die Lufthansa geben sollten, damit wir dann auch quasi Italien einnehmen und Lasagne. Absolut, alles genau, so ist es. Ja, dass die Swiss natürlich eine sehr neue Flotte hat,
zumindest im Durchschnitt, liegt natürlich an den vielen neuen A220, die wir beide ja sehr mögen und mit der wir ja auch im vergangenen Jahr geflogen sind. Macht oder drückt natürlich tatsächlich das Alter, aber die Swiss bekommt ja aus der großen, ja, aus diesem großen Einkaufsbeutel, den die Lufthansa-Gruppe im letzten Jahr verkündet hat, ja wahrscheinlich auch einige neue Maschinen und wird sich damit ja noch weiter verjüngen. Ganz genau, und man hat ja einige Flugzeuge abgeschafft, aber es wird auch neue Flugzeuge wieder geben. Was ich auch spannend finde bei Swiss ist der Airbus A220, was man ja damals noch als Bombardier C-Series gekauft hat, natürlich aus Opportunität, um sich nicht weiter abhängig zu machen von Boeing und von Airbus, hat man ja die Afros damit ersetzt. Aber wenn man mal guckt, die Hotel Bravo Juliet Charlie Uniform, eine der neueren A220er, flog nach Montreal, nachdem der Flieger vorher ja die normalen Standardziele hatte, Tirana, Stockholm, Göteborg, Berlin oder auch Amsterdam. Und dann sagen wir, was, die fliegen nach Montreal, 8 Stunden irgendwas? Wollten die wieder zurück ins Werk, dabei Toronto? Nee, die sind dann weiter nach Miami geflogen und ein Kumpel von mir hat gesagt, du, ich sehe gerade einen 220er von der Swiss in Miami. Und ich so, was? Da habe ich natürlich geguckt auf Flightradar. Ist die XLR-Version der A220. Genau. Und die sind dann mit dem A220, übrigens eine 300er, sind die zu einer Luftfahrtmesse geflogen und zwar nach Fide Feria Internacional del Aire y del Espacio. Ihr merkt, ich habe nicht nur mit chinesischen Namen Probleme, sondern auch mit spanischen Namen Probleme. Eigentlich habe ich grundsätzlich mit allen Namen Probleme. Wer sich beschweren will, kommentieren unten. Oder schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp, dann können wir das beim nächsten Mal abspielen, wenn ich solche Namen sagen muss, wie sie dann richtig heißen. Auf jeden Fall gibt es da eine Flugmesse. Warum macht man das? Ganz einfach, man macht es da, um potenziellen Neukunden die Maschine vorzuführen. Genauso wie in Dubai, auf der Dubai Airshow, da hatte ich ja das Privileg, mit Martin Gauss, dem CEO von AirBaltic, ein Interview zu machen in einem A220-300 von der AirBaltic, mit dem sie dann gekommen sind. Hm? Mario, was hast du was gesagt? Auch eine A220. Genau, A220. Ich wollte dich nur bestätigen. Ja, danke, danke, danke. Also jedenfalls, die Flugzeuge werden dort von Airbus dann irgendwie bezahlt. Also das ist jetzt nicht so, dass die Swiss da jetzt einfach hinfliegt und Fuelburn macht, weil sie ja lustig sind, sondern es gibt halt einen Kontrakt und sie haben da sicherlich 2,50 Schweizer Franken bekommen. Oder wie das so heißt. Ne? Das denke ich auch. Aber es ist ja auch eine schöne Werbung für Swiss als solches, wenn das Flugzeug auf so vielen Flughäfen auftaucht. Ganz genau. Also das ist ja für die Promotion-Tour gar nicht mal so verkehrt. Ein Flugzeug, was nicht mehr auftaucht. Und nachdem Mario und ich ja uns entschlossen hatten, letztes Jahr im Clubhouse-Chat diese Flotte aufzubauen, aber dann aufgrund von Kostengründen und Corona haben wir uns davon dann verabschiedet, von der Idee. Was heißt das? Ich weiß gar nicht, ob du das Thema überhaupt besprechen kannst. Ich sehe doch schon die Tränen fließen bei dir als großer A380-Fan. Wahrscheinlich gleich mit bebender Stimme. Ja, es ist jetzt tatsächlich wohl endgültig. Du hast es ja auch schon sehr oft angekündigt, dass sie nicht mehr bei der Lufthansa zurückkommt. Wir sprechen natürlich von der A380. Im Oktober gehen die ersten A380, 6 Stück an der Zahl, zurück an Airbus. Ja, und die verbliebenen 8, auch von denen wird man sich trennen, hat der Spohr gesagt. Und Lars, geht ein wichtiges Kapitel dann tatsächlich endgültig zu Ende mit Ansage und trotz Hoffnungen. Es ist vorbei. Ja, also auch wenn die Geschäftsreisen zur Lufthansa zurückkehren, ist es so, dass die Zeit des A380 wirklich vorbei ist. Ich meine, wir hatten es ja eigentlich schon gewusst, hatten es aber nicht wahrhaben wollen. Ich kann da nur an unseren Kollegen im Clubhouse-Chat, der selber A380-Kapitän war, berichten. Er hat ja gesagt, dass er seine Lizenz selber verlängert hat, um current zu sein, weil die Lufthansa es nicht getan hat. Und er sagt hier auch, dass das Flugzeug nicht wiederkommen kann, weil die Lufthansa gar keine Piloten hat, die fliegen können. Das heißt also, man müsste dann die Flotte wieder aufbauen. Aber die Flotte ist halt
komplett weg. 6 Stück sind, wie gesagt, verkauft. Man weiß nicht genau, was Airbus damit macht. Ich hätte jetzt fast kokett gesagt, die machen damit eine Hotelkette auf, weil sie ja in Toulouse ein 380 als Hotel machen wollen. Vielleicht, wir werden es sehen. Eigentlich ist es schade, weil für uns als Passagiere ist es ein angenehmes Flugzeug, auch wenn Tim Clark gesagt hat, dass alle Fluggesellschaften außer die Middle Eastern 3, also Etihad, Qatar und Emirates, das Flugzeug nicht verstanden haben. Aber Qatar fliegt das Flugzeug ja auch nur, weil sie 350er Probleme haben. So sonst kann man das sagen. Auch nicht, ja, sonst würden die das auch nicht machen. Und insofern bleibt es spannend. Ich hatte auch irgendwo mal einen Kommentar gelesen, dass der 380er wiederkommt, wenn man die mit zweistrahlig fliegen kann. Aber das Problem ist natürlich die Tonnage, die das Flugzeug hat mit 2 Triebwerken. Ob dann der Fuelburn noch so in Relation steht, ich weiß es nicht. Aber so ein Viehtransporter, wie er bei der Lufthansa dann am Ende doch war, mit der größten Business Class mit 96 Sitzen. Schade, schwierig, aber vorbei. Also insofern auch unten kommentieren mit dem 380er. Wir können auch noch mal gemeinsam weinen gehen. Insofern beim nächsten Stammtisch. Ja. Aber wir werden wahrscheinlich den A380er in keinem Lufthansa-Kleid mehr sehen. Ich hatte ja auch wohlweislich mir ein 350er-Modell geholt, um für die Zukunft gewappnet zu sein, weil das hätte für mein Modell als 380er wahrscheinlich auch das Ende bedeutet. Muss man ja so sagen, ne? Oh Gott. Ja. Hättest du dann auch verschrottet sozusagen, ja. Ja, also man muss ja sagen, beerdigt und das ist so. Die Beerdigung wurde ja auch eingeläutet. Man hat ja auch 380er ab München geflogen, aber jetzt sind alle 350er wieder von Frankfurt weg. Ah, sind ja alle in München. Mit 20 Zielen, ne Mario? Ja, die sind ja aufgrund auch der Covid-Krise oder der Covid-Pandemie überhaupt nur von München nach Frankfurt verlegt worden, um dort dann die entsprechenden Ziele anfliegen zu können. Ja, und jetzt geht es halt von München wieder zu wesentlich mehr Zielen. Man fliegt nach Bangkok, nach Toronto, nach Rio de Janeiro. Also München wird wieder ein Fernziel. Ein Flughafen mit 4 Lufthansa-Fernzielen. Und ja, dafür ist die A350 natürlich bestens gerüstet. Also mein Favorit ist ja San Diego. Und ja, das finde ich halt wirklich in der Tat sehr, sehr gut. Mit den Zielen, also insofern tippitoppi. Ja, ein Thema, was wir gestern bei dem A4E-Video auch nochmal gesagt haben, ist die Nachhaltigkeit dadurch, dass man die Flugzeugflotten erneuert. Und jetzt hat Eurowings ihren ersten Airbus A320neo bekommen, der in Düsseldorf gelandet ist. Und dieser A320neo hat 2 Neuigkeiten. Das ist einmal natürlich, dass das Kennzeichen des Flugzeuges Delta Alpha Echo November Alpha ist. Daran sieht man, dass das erste Flugzeug einer Generation ist für Eurowings. Das Flugzeug setzt da um 13 Uhr in Düsseldorf auf der Landebahn 05 rechts auf. Und es sollen auch noch 7 weitere Neos dieses Jahr zur Flotte stoßen. Die haben eine Neuerung, die man auch sich angucken muss. Und die Neuerung ist CFM-Triebwerke, ganz genau. Normalerweise hat man ja bei der Lufthansa welche Triebwerke auf den A320er gehabt, Mario? Bitte was? Haben Sie was anderes gemacht? Haben Sie nicht aufgepasst? Nein, und zwar man hatte Pratt & Whitney Triebwerke in der Lufthansa-Flotte. Warum hat man denn den Airbus A320 mit CFM-Triebwerken ausgestattet? Das ist ja quasi dann ein Exot unter den hunderten von A320ern Neos, die es dann geben wird bei der Lufthansa, wenn der eine CFM und die anderen Brüder und Schwestern haben alle nur die Pratt & Whitney Triebwerke. Hast du da einen Reim dir drauf machen können? Einmal Goslar, hörst du mich? Goslar, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Ich höre dich laut und klar. Ich höre dich.
Ich gebe dir einen Daumen hoch. Das ist übrigens jetzt der Moment, wo ihr uns liken könnt. Genauso wie wir uns liken, liked uns. Jetzt. Mario ist wieder angebunden worden von der Deutschen Post AG, hat 50 Cent nachgeschmissen, damit die Verleitung wieder steht. Nein, meine Frage war ganz einfach. Meine Frage war einfach, die CFM-Triebwerke, warum hat das eine Flugzeug als einziges Flugzeug in der Lufthansa-Flotte ein CFM-Triebwerk, wenn die anderen alle Pratt & Whitney-Triebwerke haben? Hast du dir da einen Reim darauf machen können? Ja, zunächst einmal klingt das natürlich völlig unlogisch, weil natürlich eine einheitliche Triebwerkserie genauso wie eine einheitliche Flugmusterserie gut ist für die Wartung und damit natürlich für die Kosten. Aber es bedeutet natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit von nur einem Triebwerkshersteller. Und insofern ist es sicherlich für die Fluggesellschaften nicht verkehrt, auch andere Triebwerkstypen mal auszuprobieren, um im Zweifel nicht bei einem Flugzeugmuster ausschließlich auf ein Triebwerk zu setzen. Wir haben das ja bei den Großraumflugzeugen auch, dass die von den Herstellern, vielleicht nicht bei einer Fluggesellschaft, aber auch mit verschiedenen Triebwerken zum Teil angeboten werden als Alternative. Wir haben ja noch GE und insofern ist das durchaus eine nachvollziehbare Maßnahme. Ja, das Spannende ist natürlich auch als Grund, wenn natürlich ein Flugzeug ein Problem hat mit einem Triebwerk und die Flotte gegroundet wird, man hat nur dieses Triebwerk, dann hat man halt die Popokarte und das kann man damit diversifizieren. Und ab einer gewissen Größe von Flotte macht es eh Sinn, weil man seine Verhandlungsposition verbessert. Weil genauso wie man zum Beispiel bei Flugzeugen, bei Boeing oder aber auch bei Airbus kauft, deshalb hatte ja zum Beispiel damals die Swiss bei Bombardier gekauft, um nicht abhängig von den anderen beiden zu sein, sondern einen dritten Spieler im Markt zu halten, neben Embraer logischerweise auch, ist es genau bei den Triebwerken ja auch. Also das heißt, man kauft einmal das Flugzeug und dann kauft man oder liest man die Triebwerke. Und das ist halt für die Fluggesellschaften genauso ein Einsparpotenzial. Lufthansa hat das nicht ganz so durchexerziert, aber Emirates zum Beispiel hat das beim A380er durchexerziert, als man die Neos kaufen wollte, die ja leider nie realisiert worden sind, hatte man ja auch mit einem Gegenspieler nur noch zu tun und das war Rolls-Royce. Weil Rolls-Royce der einzige war, der Triebwerke noch für die A380er herstellen wollte in der Neo-Version, aber man hat nicht die Entwicklung reingesteckt, die Emirates haben wollte, um da die Einsparungen zu haben, damit sich der 380 für Emirates rechnet. Die haben ja natürlich dann auch einige abgestellt. Also insofern macht es durchaus Sinn, dass man diversifiziert. Und jetzt sagt ihr natürlich, trotzdem, nein, Lufthansa-Technik ist ja eh zertifiziert, alle Triebwerke zu maintainen. Und die haben ja eh für alle Triebwerke, weil die natürlich für andere Flugzeughersteller, hätte ich fast gesagt, für andere Flugzeugbetreiber, Airlines ja eh Wartungsverträge haben. Das heißt also, denen ist das shit egal, ob die dann Lieb 1A-Triebwerk warten oder dann halt von Pratt & Whitney das Triebwerk warten. Das ist denen, das geht dem hinten am Purpose vorbei. Also das ist einfach das Ding und insofern macht das durchaus Sinn. Und ja, was soll man machen? Ob da jetzt draußen Eurowings draufsteht oder Lufthansa, und ob das Triebwerk ein Pratt & Whitney oder ein CFM ist, das werden die meisten nicht merken. Ich muss ehrlich gestehen, ich würde mich wahrscheinlich auch schwer damit tun, das auseinanderzuhalten. Beim Runterschalten bei Gang hört man meistens. Ach so, das ist das. Ja, und vor allem, wenn du eine Kurve fliegst, nicht das Gas rausnehmen. Wichtig, nicht das Gas rausnehmen. Genau. Für alle, die es nicht wissen, wenn man eine Kurve fliegt, muss man sogar die Triebwerksleistung etwas erhöhen, weil man Auftrieb verliert. Das nur so ein Hinweis. Wer einen Flugschein hat, der weiß das. Das war auch immer so unser alter Witz. Mein Fluglehrer hat mir auch immer schön Nackenschläge gegeben, weil man dann quasi immer dazu tendiert, wenn man die Kurve fliegt, dass die Nase runtergeht und dann sagt er, du hängst wie eine Gurke in der Luft. Ja, so viel zum Thema. Grüße an Henna Schmitz. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute wieder die Take-Off-Folge. Ich gucke einfach mal, wie viel Zeit wir gemacht haben. Wir sind quasi knapp unter 20 Minuten. Wir kriegen es jetzt auch mit meinem Abschluss hier über die 20 Minuten. Also ganz, ganz wichtig. Danke, dass ihr heute dabei wart. Denkt daran, abonniert den Kanal, Abonnierbefehl, Glocke an. Das ist übrigens, der Abonnierbefehl besteht aus beiden Bestandteilen, abonnieren und Glocke. Und dann als nächstes natürlich immer wieder unten kommentieren. Ich musste da auf den Herrn Hofmeister warten. Und
den Like dalassen. Genauso wie uns das Like dalassen, nachdem Mario, ich weiß nicht, ob es gespielt war, Tonprobleme hatte, um die Frage zu beantworten. Er hat wieder Tonprobleme. Er sagt jetzt nichts. Ich habe sie nur ganz abgehackt gehört. Ich habe Tonprobleme. Ich habe gesagt, genauso wie sie jetzt, wie man uns jetzt ein Like da lassen kann, wie eben, als wir Tonprobleme da hatten. Wo ich den Daumen gemacht hab. Daumen hoch. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich hätte vielleicht hier mal die Rechnung bezahlen sollen. Ja, aber ich muss mal gucken. Aber wir wollen nicht wissen, wie lange die 50 Cent halten. Deshalb von meiner Seite danke, dass ihr heute dabei wart und winke, winke. Danke. Ciao. Tschüss.